Mit diesem Licht. Die Kerze ist entzündet und damit die erste Maria-Hilf-Woche des Bistums Passau gestartet. Mit der Anbetungsnacht Night Fever im Stephansdom. Dann lade ich Sie ein, gehen Sie heute Abend zu den Menschen, die hier dann in der Kirche verteilt werden und die für Sie beten werden, die Sie segnen werden, den Segen erbitten. Oder gehen Sie zu einem Priester, suchen Sie das Gespräch, vielleicht bitten Sie auch um die Beichte. Legen Sie einfach alles vor den Herrn hin und bitten ihn: Herr, ich tue mich schwer mit Vertrauen, dass du da bist, dass du mitgehst, dass du mein Leben trägst. Mehr als 1000 Gläubige waren gekommen, um zu beten, zur Ruhe zu kommen, eine Kerze anzuzünden oder ein persönliches Anliegen zu teilen. Special Guest, der Solomusiker Paddy Kelly, hat ein Glaubenszeugnis abgelegt. Aber wie Bischof Oster schon sagte, heute kann ich nur sagen, Jesus Christus oder Maria, das ist nicht irgendwie eine Legende oder eine Fantasie, das ist echt, es ist real, es sind nicht nur etwas, sondern es sind Personen und man kann mit diesen Personen, ja, was man eine Beziehung nennt, führen, Dialoge, sie erfahren und das ist in meinem Leben passiert. Tag 2 der Maria-Hilf-Woche war der Tag des Ehrenamts und all denen gewidmet, die Hilfe für andere aktiv leben. Jetzt mal, ja, einen eigenen Tag dafür zu organisieren und die Leute einzuladen und den Dank auszusprechen, also hat mich schon gefreut. Mutter Gottes ist für mich immer was ganz Besonderes und wenn das auf so eine Woche fällt, dann ist das super einfach. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass unser Bischof dies jetzt zum Anlass genommen hat, auch auf dies hinzuweisen und einen Dank auszusprechen. Wir haben uns sehr gefreut, um die Einladung daherzukommen. Und wie gesagt, also der Himmel spielt auch noch mit. Also das war wirklich eine tolle, gelungene Sache. Rund 1100 Ehrenamtliche haben sich angemeldet. Die Veranstaltung war ausgebucht und damit ein voller Erfolg. Tag 3 war dann am Sonntag der große Festtag für die Ehejubilare, wieder gut besucht. Knapp 2000 Verheiratete waren gekommen, um ihr Ehejubiläum gemeinsam mit Bischof Stephan Oster zu feiern. Gottesdienst, wir haben das 40-Jährige schon mit Gottesdienst gefeiert und das nächste jetzt dann noch mehr mal einen Gottesdienst. Und wir haben auf den Tag schon lange gewartet. Wir haben im Januar schon goldene Hochzeit gefeiert und wir konnten es schon kaum mehr erwarten, bis der heutige Tag kommt, dass wir diese Messe feiern dürfen. Das ist so ein schönes Erlebnis und jetzt nur vom Bischof geweiht werden, ach, das gibt Kraft und Stärke. Es ist ein Fundament. Wenn man das nicht hat, ich glaube, dann geht man leichter auseinander. Glaube ist ein wichtiges Fundament für Ehejubilare und für viele Gläubige im Bistum Passau. Die Ehejubilare, wie alle anderen, wie gestern zum Beispiel die Ehrenamtlichen aus Caritasräten und Verbänden oder die jugendlichen Mitfeiernden aus Night Fever, sie alle prägen den Tag, ihren Tag auf ihre ganz eigene Weise. Und das macht auch deutlich, wie vielgestaltig die Kirche ist und wie vielgestaltig der Glaube ist. Er ist ungeheuer lebendig und vital. Und genau diese Vielfalt im Glauben macht die Maria-Hilf-Woche aus. Der Auftakt ist geglückt. Und schon vor ihrem Abschluss am 2. Juli ist klar, sie ist eine ganz einzigartige Woche im kirchlichen Jahreskreis des Bistums Passau.